Hallo, willkommen zurück zu Darksiders. Hey, du Monster. Hey. Und gefletscht. Und fertig. Aber die Angriffe machen schon ein bisschen mehr Wumms, das ist richtig. So, da oben wollte ich eigentlich mal gucken, was da ist. Das würde mich doch brennend interessieren. Hahaha. Weil ja auch alles brennt, ne? Und die ganze Welt nur noch ein Trümmerfeld ist. Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Truhe. Ah, noch ein Bruchstück der Rüstung. Nice. Gib mir das. Mit unseren neuen Fähigkeiten können wir jetzt auch auf jeden Fall gewisse Dinge machen, die wir vorher nicht konnten. Also ich muss natürlich nochmal überall gucken, ob ich nicht noch irgendwo was vergessen habe. Weil ich an gewisse Stellen nicht dran konnte, weil ich nicht fliegen konnte. Oder jetzt zum Beispiel halt mit dem Kreuzklingen gewisse Sachen halt kaputt machen. Wie das jetzt zum Beispiel, was da vor uns liegt. Ich weiß nicht, dieser Move gefällt mir noch am meisten, wenn der Gegner in die Luft schleudert. Ja, gut. Achso, das ist einer dieser Dinger, die man nicht so zerstören kann. Wir brauchen Feuer. Drei Schläge, die gehen kaputt. Ja, nicht schlecht. So. Jetzt kommen wir hier weiter. Hier geht's runter. Einen alten U-Bahn-Schacht. Hör mal hoch. Was ist denn hier? Darf ich das überhaupt? Nee, ist zu hoch, komme ich nicht ran. Das ist ärgerlich. Ah. Du wieder. Der brennt sogar. Wow. Der haut hier richtig rein. Au. Flopsy. Na, fuck. Der zieht mir hier kompletten... Sag mal Herzcontainer. Der zieht mir hier so einen kompletten Container schon ab. Platzt der oder was? Ja. Hier noch nicht. Was? Der schießt! Der schmamscht. Okay. Er hat's nicht anders gewollt. Dann gibt's jetzt Backenfutter. Also richtig. So, komm her. Jetzt können wir endlich vorbei. So wie es aussieht, lädt sich das auch noch in der Zeit wieder auf, oder? Ich muss genügend Gegner fletschen, damit ich die Chaosgestalt wieder aktivieren kann. Was geht hier? Ist hier rüber? Okay. Oh boy. Jetzt dreht sich der Mechanismus, oder was? Ah ja.
Sehr gut. Ah! So war das nicht geplant. Du sollst nicht darunter fallen. Das ist schön da drauf stehen bleiben. Wie ein braver Krieg. Da drüben geht's rein. Jauchzet und bettelt. Naja. So haben wir das gerne, du Sacknase. Noch mehr Gegner? Hab da was gehört gerade. Haben sie wieder gemacht. Oh nein. Er wieder. Ja! Ja! Ist okay. Braucht die Rüstung. Tot. Alter Schwede, ist der hart. Nicht schlecht. Der hat's mir ja gerade richtig gegeben. Renne. Ja. Der ist hier. Der durchgepeitschte. Kann ich die fletschen? Die Dinge? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben sie mir einen kompletten Lebensding abgezogen. Ja, nicht in ihn rein. Mann! Okay, mir reicht's. Wie alles wackelt. In der Chaosgestalt. Kann ich dort auch nicht sprinten. Kann nichts machen. Ich bin in meiner Bewegung eingeschränkt. Wie ein großer, dicker Klops. So wie er eben. Ein bestimmter Pass. Ja, stampft da schon rum. Aber schön sieht's hier aus, ne? Fantastisch. Da kann ich nicht hoch. Dann kommen sie wieder. Wir fletschen die erstmal, bevor der Dicke kommt. Damit denen als Supporter habe ich, glaube ich, gegen den Dicken keine Chance. Komm her, Diggi. Jawohl. Joa, das ist tot. Ja, töte mich doch, ist in Ordnung. Sacknase, ne. Der ist unverschämt hart. Im Schwierigkeitsgrad. Weil er auch so ragen muss, weißt du? Nein, nein, nein. Wie auch immer ich die abwehren kann. Und die mir einfach mal 2 Lebenspunkte abziehen. Ist er tot? Ja, der verschwindet nur, der platzt nicht. Gott sei Dank.
Das wäre es ja auch noch gewesen, wenn der Boy hier platzt. Hier geht's runter. Gehen wir mal runter. Ist da bestimmt irgendwas versteckt. Ich werde die ganze Zeit. Ja. Ich hab mir schon fast gedacht, dass ihr Gegner seid hier. Hier geht's rein. What? Was ist denn hier los? Party-Alarm. Wir wachen eine Truhe. Das sind Inhalte gleich mir gehört. Ach, der beschwört ihr oder was? Ist natürlich nicht so geil. Komm her. Jawohl! Schlitzt. Ein Chaosgestalt ist wieder aktiv. Sehr geil. Ja, was habe ich jetzt gekriegt? Ah ja, noch ein Rüstungsstück. Hat sich ja gelohnt. So, jetzt haben wir 3 Rüstungsstücke von 10. Das heißt, 7 verbleiben noch. Wo auch die anderen 7 sind. Vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Rüstungsstücke. Ein bisschen mehr Rüstung könnte nicht schaden. Definitiv nicht. Wo geht's hier lang? War ich hier schon? Weiß ich nicht. Ja, hier war ich nicht, aber ist wieder dieses. Diese Kristallwand, die ich immer noch nicht durchkomme. Scheiße! Ich wüsste gerne, was es mit diesen Dingern auf sich hat, wenn ich die endlich mal zerstören kann. Und auch so Hindernisse, die werden wir wahrscheinlich irgendwann wegkriegen. Aber ich nehme mal echt stark an, so gegen Ende wahrscheinlich. So wie sich das anfühlt mit diesen Steinen. So, hier lang. Das ist ein sehr weiträumiges Wassergebiet hier, weil hier geht's auch noch rein. Und auch noch was versteckt. Da sind wieder Fischis. Aha, ein Artefakt. Geil. Oh, haben wir noch ein Artefakt gefunden. Sehr nice. Runter mit dir. Blitzen. Hier ist nichts. Vielleicht ist da oben noch was. Ich will ja nichts auslassen. Hier sind Gegner. Scheiße, mir auch Schaden machen müssen mit ihrem Elektrozeugs. Okay. Da ist eine Truhe. Immer eine an. Da wird sich Vulgrim aber freuen. Na komm raus da. Geht nicht.
kann mich nicht festhalten. Da war es im Wasser. Was ist denn das? Komme ich denn da durch? Einfach schlagen, dann geht das schon. Und was hat das jetzt gebracht? Du bist es. Ja, wie komme ich denn an den Boy dran? Na, so nicht. Muss irgendwie einen anderen Weg geben, den ich zu ihm nehmen kann. Weiß nur gerade nicht welchen. Weil hier unter Wasser ist ja nichts mehr. Ich kann nirgendwo durchschwimmen oder sonst irgendwas. Das funktioniert so nicht. Und das? Aber irgendwie schwarze Schlicke. Okay, ich guck mal, ob ich hier langkomme und zu ihm. So, tauchen wir erstmal auf. Da ist noch ein Wächter. Aber zuerst muss ich gucken, ob ich da irgendwie hochkomme und den fletschen kann. Aber es sieht mir nicht danach aus, als ob ich das schaffe. Ach, das ist Kacke. Das ist Mist. Das ist ein sehr großes Gebiet hier, stelle ich gerade fest. Also, es ist sehr verwinkelt alles. Da oben hängt auch noch was. Vielleicht komme ich jetzt mit meiner neuen Fähigkeit dahin. Na, wie komme ich dahin? Das ist die Frage. Muss ich mal gucken. Deswegen schwimme ich mal hier lang. Guck mal, das ist noch eine Truhe. Ah ne, die habe ich schon geöffnet. Haha, okay. Gut, hat sich das auch erledigt. Da war ich schon. Aber hier in der Oberfläche war ich noch nicht. Aber ist ja nicht so viel anders. Hier war ich ja schon. Und hier auch. Wir können ja mal rüber zum Wächter gehen. Mal gucken, was der sagt. Vielleicht weiß der Bescheid. Vielleicht verrät er uns ja, wie wir hier weiterkommen. Aber schon mal gut was gefunden bisher. Den ersten Einstieg in diesen neuen Abschnitt. Ich will erstmal das Horn blasen. Das sieht alles sehr unheilsvoll hier aus. Guck mal, da oben stehen sie schon. Schnapp ihn dir. Lassen läge es in meiner Macht. Tu für mich, was du für meine Brüder getan hast. Dann werde ich dich nicht mehr aufhalten. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Der Fluch muss gebrochen werden. Dann kannst du hindurch. Wir müssen also wieder in die Schattenwelt.
Und dann diese Portale. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Nö, das denke ich auch nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal auf die Suche nach den Portalen. Da oben ist schon eins. Frage ist, wie komme ich da hoch? Da drüben ist aber auch noch eins. Das könnte ich auch rein theoretisch machen. Ich glaube aber nicht, dass ich es schaffe, darüber zu fliegen. Aber mit der Treppe komme ich ja nach oben. Von daher fliegen wir da einfach mal hinüber. So. Ich bin mal gespannt. Hallo? Ich bin mal gespannt, was jetzt von uns abverlangt wird an Fähigkeiten. Wieder das Auge fletschen. Ey, dich kennen wir doch noch. Ich glaube, ich habe dich schon mal getötet, kann das sein? So, was nun? Generieren Sie Chaos, indem Sie Feinde verletzen. Eine gefüllte Chaosanzeige schaltet die Chaosgestalt frei. Halten Sie LB gedrückt und drücken Sie RT, um die Chaosgestalt anzunehmen. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Kriegschaosgestalt. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden als Bonus Seelen gutgeschrieben. Okay. Dann machen wir mal. Irgendwas freigeschaltet schlechter. So, komm, fletschen. Rausgefallen ist was voll. Jetzt. Selbst wenn er aufstammt, tötet er jemanden. Nice. Wie sich hier dann alle bei mir sammeln, seht ihr das? Kommt alle her! Für jeden ist was dabei. Jeder bekommt sein Fett weg. So, komm her. Bäm, Multikill. Ich glaube, ich eben 5 auf einmal gefletscht. Oh Gott. Dicke auch noch. Oh shit, oh shit. Das könnte man tot sein. Jawohl. Bei denen sieht das immer richtig geil aus. Der Finisher. Und Chaosgestalt geht wieder. Komm her, Digi. Haben wir geschafft. Mein Lieber, das hast du das letzte Mal auch schon gesagt. Ich weiß, dass es in mir steckt. Und in dir ebenfalls. So, ein Portal haben wir geschafft.
Fantastisch. Gut, aber ich würde sagen, für diese Folge Darksiders reicht es erstmal. Wir sind jetzt hier in der Dunkelwelt, wie gesagt, und müssen die Portale wieder schaffen, damit wir an Wächter vorbeikommen. Und mal sehen, vielleicht bin ich ja dann noch im Weg zu diesem komischen Stein, der da rumfliegt. Deswegen, danke sehr fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Darksiders.